Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Da vorne haben wir ja noch ein paar Lurker, die wir ausschalten wollen für die Erfahrungspunkte. Wollen wir mal schauen, wie wir gegen die jetzt auch mal noch klarkommen. Sind ja nämlich ein paar. Der hier ist aber zum Glück alleine. Okay, den haben wir aber auch schon mal nicht so gut getroffen. Hat aber auch oft echt mit Glück zu tun, dass man überhaupt mal jemanden trifft. Da ist auch nochmal ein Kreuz. Was hat das mit diesen Kreuzen da überall auf sich, die hier verteilt sind? Nein, nur ein. Ich will nur einen von euch, ja? Einer reicht. Einer reicht. Komm. Ja, du. Oh. Das wird nicht einfach mit den beiden. So, jetzt. Wer, der mischt sich ein? So, gehen wir ein bisschen in diese Richtung. Okay, den haben wir erledigt. Dann ist da nur noch einer. Dann Hey, trifft ihn! Manchmal will der echt nicht treffen, einfach. Noch weiter ausholen. Feuerkraut. Was hat das jetzt mit diesen Kreuzen hier auf sich? Das ist eine gute Frage. Will ich rausfinden, wirklich. So, quatschen wir mal. Ach, den kennen wir doch. Den Garn. Oder? Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen willst. Ah ja, stimmt, die Dinger. Da hätten wir noch ein bisschen was lernen können. Razor oder Snapper? Sieht eher aus wie Razor. Schauen wir mal, ob wir gegen den klarkommen. Wir haben ja zum Glück gespeichert. Was? Jo, der gönnt sich erstmal. Okay, den kriegen wir nicht hin. Ein Schlag, wir waren down. Gut, aber das nehmen wir mit. Das Butlerfleisch. Ich hoffe, hier gibt es jetzt nicht noch mehr von denen. Sondern lieber ein paar Feldräuber oder Lurker oder Scavengers, dann kriegen wir sogar ein bisschen Fleisch. Mole Rats hätte ich auch nichts gegen. Sonst gibt es hier jetzt nichts mehr. Oh, was war das? Weidenbeeren. Noch eine Weidenbeere. Und die Banditen hier haben wir ja auch schon erledigt, oder? Sonst gab es hier jetzt auch nichts. Genau die. Nee, die haben wir nicht erledigt gehabt. Ich dachte, die hätten wir erledigt. Speichere ich hier auch noch einmal, bevor wir da hingehen und gucken, ob wir gegen die klarkommen, beziehungsweise erst einmal was futtern. Komm. Einmal wieder voll machen alles. Jetzt müsste man gegen die klarkommen, oder? So, komm. Oder sind die gerespawnt? Weiß ich gar nicht mehr. Jetzt bist du dran. Ja, die kommen gleich alle.
Nein, noch nicht. Ja, komm. Genau. Das war's für dich, Penner. Das war jetzt echt mies. Das ist echt mies gelaufen, gerade. So. Dann lassen wir die erstmal ruhen. Und gucken, ob wir hier noch was finden, was vielleicht gerespawnt ist. Hier sind jetzt aber keine neuen Feldräuber dazugekommen, ne? Stimmt, da hinten hatten wir auch noch einen Weg. Mal gucken, wo das nochmal hinführt. Beziehungsweise, wenn wir nochmal auf die Map schauen. Da führt ja ein Weg. Oh, warte mal. Wir können ja hier nochmal kurz beten. Innenstatue. Mal gucken, was wir für 100 Gold nochmal kriegen. Stärke nochmal plus 1. Kann man ja jeden Tag einmal machen. Wie sieht es jetzt mit unserer Stärke aus? 57 haben wir jetzt. Frag mich, wie oft wir das auch machen können. Ich brauche sowas. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay, Schlösserknacken müssen wir noch üben. Lernen. Warte mal, wenn wir auf die Map gucken. Das ist. Hä, welcher Weg führt denn dann da hoch zum Turm? Ah ja, stimmt, da war ja das große Viech, gegen das wir noch nicht ankommen. Für den haben wir auch noch nichts. Was haben wir noch für Quests offen? Die schnaubende Kreatur macht dem Jäger Garn zu schaffen. Bevor ich das Viech nicht beseitige, kann er nicht mehr jagen. Ja, das ist wahrscheinlich hier das, der Drachensnapper oder was auch immer das jetzt war. Hier gab es sonst nix. Nope. Wir hätten dann hinten noch irgendwo einen anderen Wald. Aber ich glaube, da kommen wir auch noch nicht zurecht. Und hier ist ja auch noch nichts Neues dazugekommen. Außer ein paar neue Pilze. Buddlerfleisch, Dunkelpilz, nice. Hier die Shisha könnten wir eigentlich rauchen, aber ich glaube, die bringt uns nichts. Hier Heilpflanze. Ah ja, da war ja das Irrlicht. Licht war schon heftig. Das weiß ich noch. Ja gut, dann gehen wir mal in Richtung Corinnes und da in Richtung Wald. Beziehungsweise irgendeins davon kann ich doch hier machen, oder? Aufs Maul. Hulko hätte auf die Schafe von Pepe aufpassen sollen. Pepe wünscht sich, dass ihm mal jemand ordentlich aufs Maul haut. Hulko? Hatten wir gegen Hulko schon gekämpft gehabt? Ne, Hulko nicht. Hm. Oder hier das Krautpaket. Der hungrige Jäger, die verbotene Weide. Wenn ich Benga überzeugen will, dass er Balthasar wieder auf seine Weide lässt, werde ich etwas für ihn tun müssen. Die Gelegenheit wird sich sicherlich noch ergeben. Dragomirs Armbrust. Wenn er das nicht sieht, wir haben noch sehr, sehr viele Quests eigentlich offen. Das war doch schon vorher klar. Wo wir momentan noch nicht wirklich was machen können.
und nicht wirklich was erfüllen können. Hier müssten noch wieder ein paar neue Feldräuber sein, oder? In dem Bereich. Wir brauchen ja noch ein paar Skills. Wir sind ja bei 20.400. Wir brauchen 22.500. Komisch. Die sind jetzt nicht gerespawnt. Ich speichere aber lieber vielleicht mal hier, bevor wir tiefer in den Wald gehen. Nicht, dass hier jetzt doch Viecher sind, die zu stark für uns sind. Hier sehr tödliche Schafe rechts von uns auf jeden Fall. Ah, Blutfliegen. Die gehen doch. Ja, komm, triff den doch hoch. So, die nächste Blutfliege bitte. Blutfliegen gehen klar. Komm. Alter, der will mich doch verarschen. Blutfliegen wollen einen richtig verarschen hier. Komm. Genauso wie die Goblins. So. Einer ist da noch. Den ich sehen kann. Ne, zwei. Das sind zwei. Nur einen von denen. Einen. Komm her. Ja, du darfst herkommen. Sauber. Jetzt nur noch der hier. Ah, nice. Das können wir speichern. Dann müssen wir hier einmal gucken. Gibt's hier noch was? Außer dem Friedhof. Ja, da sehe ich was. Bitte nicht beide auf einmal, ja? Ich glaube, bei denen müssen wir das so machen. Ich glaube, den treffen wir echt nicht. Das war's dann, okay. Verdammt. Ja, natürlich müssen beide gleichzeitig kommen. Ja, triff den auch. Warum? Alter. Das mit den Keilern ist immer heftig hier, finde ich. Ist immer richtig mies. Weil die immer... Also Gruppe angreifen. Jetzt müssen wir richtig viel Fleisch fressen hier. Aber warte. Das gibt ein bisschen Lebensenergie, ein bisschen Mana. Aber Mana ist uns egal. Wir nutzen ja nicht viel Magie. Wenn, dann eher selten. So, das gibt auch Lebensenergie. Und dann können wir das so speichern. Dann haben wir die Keiler wenigstens weg. Gucken wir mal, was hier noch auf uns zukommt. Was ist das? Schattenläufer. Kommen wir gegen die schon an?
Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Jo, eher weniger. Ja, war klar. Ja, super. Wir kommen echt gut gegen die an. Gegen die Schattenläufer. Dann sehen wir mal zu, dass wir vielleicht an dem vorbeikommen. Irgendwie. Ohne dass er uns angreift. Und dann lieber die Blutfliegen nehmen. Wie viel. Jetzt hänge ich hier fest. Warte mal, wenn wir jetzt. Ja, fehlt noch einiges. Ist jetzt direkt nichts in der Nähe. So, einen von euch will ich haben. Nein, einen. Ich will jetzt aber auch nicht zu nah am Schattenläufer sein. Ja, der kommt. Okay, Treffer gehen echt manchmal in den Zufall her. So, jetzt den da. Her. Dann die die beiden Feldräuber noch. Ja, nur du. Ich dachte, der andere wäre näher. So, und dich jetzt. Na komm her. Wölfe, ja Mann. So, die sind ja nicht so stark, meine ich. Und geben mittlerweile auch Fleisch. Okay, der ist der stärkere von denen. Wieder Fleisch. So, und speichern. Das Wichtigste ist unsere Lebensversicherung. Was sind das da? Ach, noch eine Statue von Innos. Bergkristall. Silberkelch nehmen wir mit. Und was haben wir hier? Ich habe XP gehört. Wo sind sie? Wo ist die XP? Da. Warte, nochmal speichern und dann gehen wir rein. Weil wir jetzt ein bisschen was gesammelt haben. Hier was? Jetzt bin ich neugierig. Wer ist das? Sagitta? Ganz alleine hier draußen? Ganz alleine hier draußen? Sag, was du von mir willst und dann geh wieder. Ich habe zu tun. Wer bist du? Wer bist du? Du hast noch nicht von mir gehört? Nö. Kräuterhexe, sagen sie. Ach, das ist die... Giftmischerin, sagen sie. Doch wenn es ihnen dreckig geht, erinnern sich alle an die gute Sagitta mit ihren heilenden Kräutern.
Und was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Ich lebe hier, seit ich denken kann, und widme mich meinen Kräutern. Der Wald ist mein Freund. Er bietet mir alles, was ich brauche. Kannst du mich heilen? Kannst du mich heilen? Deswegen bist du doch gekommen, oder? Du musst es mir nur sagen, wenn dir etwas fehlt. Okay. Welche Ware hast du an? Kannst du mir deine Kräuterkunst beibringen? Welche Ware hast du anzubieten? Guck Sag mal, mir, was du willst. Also, da ist meins hier. Oh, die hat hier... Jetzt haben wir die Stängel vollständig immerhin. Und die hat hier sehr viele Heilkräuter. Was können wir ihr jetzt verkaufen? Wir haben hier... Heilpflanze, Heilkraut, Feuernessel können wir ihr abgeben. Dann Feuerkraut. Feuerwurzel. Das gibt Dings. Also alles, was Mana gibt. So, dann haben wir einen Bergkristall, einen Silberkelch. So, die Dinger können wir auch noch verkaufen. Fackeln weiß ich nicht, wofür wir die brauchen. Ich würde sagen, das passt so. Was hat die hier? Reines Mana, reine Lebensenergie. Zur Herstellung eines mächtigen Trunks. Zur Anwendung ist das Wissen der über Elixiere der Heilung erforderlich. Was ist denn das da? Schwefel. Kannst du mir deine Kräuterkunst beibringen? Kannst du mir deine Kräuterkunst beibringen? Interessant. Bisher hat mich selten jemand danach gefragt. Du willst also mein Schüler sein? Dann wirst du erst den Ernst deines Anliegens unter Beweis stellen müssen. Ich arbeite zurzeit an einem sehr seltenen Trank aus erlesenen Kräutern und Säften. Wenn du mir eine Zutat, ein äußerst seltenes Kraut, das ich nicht hier habe, besorgen kannst, werde ich dich ausbilden. Okay, was für ein Kraut ist das? Was für eine Zutat? Was für eine Zutat ist das? Es handelt sich um eine sehr seltene Pflanze. Das Kraut nennt sich Sonnenaloe. Du erkennst es an seinem intensiven, mandelartigen Geruch. Okay, wo werde ich diese Zutat finden? Das Kraut, das ich brauche, gedeiht nur an den Stellen, an denen es die richtigen Nährstoffe bekommt. Ja, und wo? Diese befinden sich in den Exkrementen eines schwarzen Trolls. Nein. Deshalb ist es für mich auch so schwierig, an das Kraut zu kommen. Verstehst du? Mal sehen, ob ich es irgendwo auftreiben kann. Na dann. Viel Glück bei deiner Suche. Ja, heile mich. Lass mich sehen. Meine Salbe lindert deine schlimmsten Wunden. Okay, und das hat mich jetzt nichts gekostet, von ihr geheilt zu werden? Ja, aber das fand ich jetzt interessant hier. Sagitta, die Kräuterhexe. So, ich höre hier XP. Da vorne ist nochmal XP. Wo kommt der denn her? Ich glaube, ich habe eines dieser Orkhunde da gesehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ne, Waage. Ja, gut, dass wir gerade gespeichert hatten. Gegen die Waage kommen wir nicht an. So, Heilkraut. An den Wagen will ich aber auch nicht hin. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? Nicht mehr so viel. Aber wir haben jetzt diese Stängel. Genau, wir können die jetzt abgeben. Wir haben die 10 Stängel. Dann haben wir schon mal eine Quest wieder erfüllt. Und dafür auch nochmal Erfahrungspunkte. Thank you.
So. Zu wem muss man nochmal wegen dem Sprengeln? Nicht zu Jarvis. Wolf war es auch nicht. Wie hieß er nochmal? Cypher, glaube ich. Cypher war das. So, suchen wir nochmal Cypher. Er weiß ja nicht mal, Raoul. Gott. Ja, Bulko war ja genau der andere. Hier ist Cypher. Hier, wegen des Sumpfkrauts. Wegen des Sumpfkrauts. Hier hast du ein paar Stängel. Hier hast du ein paar Stängel. Ach, du bist mein Mann. Hm? So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Klar, bedien dich. So, grobes Schwert, aber nur Einhandwaffe. Wo hast du das denn schon wieder her? Und da sind die 10 Stängel, die ich ihm gerade gegeben habe. Der Buchstabe F ist in dem Knauf geritzt. Ich weiß doch nicht, warum er sich so aufregt. Gehören die vielleicht fester? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Erzähl mir nicht. Torloff? Meinst du, mir geht es besser? Elena? Wolf? Ich glaube nicht, ich glaube, es nur fester hier, damit F anfängt. Von den Banditen. Ich hätte das anders gemacht. Das sind ja 2 Degen, die ich hier habe. Sentenza, Söldner. Der ist auch Söldner, ne? Quatschen wir mal mit dem. Dann hat er keine Keule mehr. Hey, du! Ich denke, du bist. Ne. Wessen Degen sind das dann, die wir hier haben? Warte mal, können wir auch. Da fehlt mir Geschicklichkeit für. Ah, okay. Oder gibt es drinnen noch jemanden, der mit F anfängt? Und sind das seine Degen? Ich werde mich da nicht. Ich habe so einiges gehört. So, Jarvis. Söldner. Bauer. Mir ist zu Ohren gekommen, du hast es auf meine Jungs abgesehen. Oh nein. Und soweit ich weiß, bist du einer von Lees Schützlingen. Ich warne dich. Bald werden sich hier einige Dinge ändern und dann werden wir uns nochmal über die Sache unterhalten. Okay, ich hatte jetzt kurz Panik gehabt. Wir beide müssen uns mal unterhalten. Was willst du? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof nicht mehr blicken lässt. Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Wir haben uns verstanden? Ich glaube, ich muss denen mal aufs Maul hauen. Ich speichere aber lieber hier einmal. Dann schauen wir mal, ob wir dem jetzt hier verprügeln können. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich werde nicht von hier weggehen. Ich werde nicht von hier weggehen. Ja, dann müssen wir nochmal darüber reden. Steck die Waffe weg. Jetzt wird's. Hör nicht auf! Alter. Mach ihn fertig! Komm, nein. Das wird dir meine Lehre. Okay. Dann würde ich aber sagen, wir versuchen das noch einmal, weil wir jetzt zum Glück gespeichert hatten. Wir sollten uns mal unterhalten. Ich werde nicht von hier weggehen. Ich werde nicht von hier weggehen. Ja, dann müssen wir nochmal darüber reden. Ich will es nochmal versuchen. Steck die Waffe. Mach ihn fertig! Alter, nein. Zau drauf! Schön. Boah, ich habe das Kämpfen hier verlernt. Komm, noch einmal. Ich hab mir das schon. Hey, du! So, komm, Bulko. Ich werde nicht von hier weggehen. Ja, dann müssen wir nochmal darüber. So. Steck die Waffe. Mach ihn fertig. Ah nein. Mach ihn fertig. Alter. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Dem hast du's gezeigt. Okay. Ich würde sagen, Bulko versuchen wir in der nächsten Folge mal zu verprügeln.
Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin's, euer Max Deus. Ciao.